Guten Abend, das ist Cosmopolitics zwischendurch. Mein Name ist Samir, ich bin Filmemacher, aber heute wieder mal Moderator. Und wir haben ja hier ein anderes Setting als üblicherweise, nämlich sind wir hier in einem intimen Rahmen anstatt Cosmopolitics in der großen Halle mit vielen Zuschauern und Besuchern und Leuten, die sich einbringen in die Diskussionen. Das können wir ja aus bekannten Gründen nicht machen. Deswegen haben wir ein neues Programm aufgestellt, das heißt Zwischendurch für Cosmopolitics. Das ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung, der WOZ. Und wir laden jeden Montagabend interessante Menschen ins Kosmos ein, Menschen, die was zu sagen haben. Heute Abend ist der erste Abend und das Thema ist die Verantwortung der Künstlerinnen, haben wir so geschrieben. Und tatsächlich, wir haben auch zwei Frauen hier, zwei Künstlerinnen, genauer gesagt zwei Schriftstellerinnen, die Lust und Zeit fanden, zu diesem Thema hierher zu kommen. Für eine Diskussion. Hier auf der rechten Seite, was nicht politisch gemeint ist, ist Melinda Nayobondi. Guten Abend, Melinda. Hallo. Ich werde dann noch lernen, deinen Namen korrekter auszusprechen. Vor lauter Aufregung habe ich das jetzt nicht gemacht, aber sie macht es vielleicht noch her. Melinda kennt man, oder ja, eigentlich kennen die Menschen von ihren Performances, von ihren künstlerischen Interventionen, aber auch von ihren drei Romanen. Davon war ja mal Schaufenster im Frühling hieß der eine, der zweite Tauben fliegen auf und Schildkrötensoldat war der letzte. Genau. Vielleicht zeige ich mal die Bücher, genau, damit die Leute wissen, dass man deine Bücher auch kaufen kann. Ist das gut so? Haben wir das gesehen? Gut. Und zur Linken ist die Schriftstellerin und Theaterregisseurin Ibn Azid. Und du bist natürlich auch herzlich willkommen hier. Melinda war schon öfters hier. Du bist jetzt zum ersten Mal hier. Ich hoffe, nicht zum letzten Mal. Du pendelst ja ein bisschen zwischen Berlin und Zürich. Wien, schlimmer. Andere Richtung, genau. Und in deinem letzten Roman, Die Nachkommenden, geht es auch immer um das Hin und Her. Aber dort geht es nicht um Wien, sondern Paris, Frankfurt, Zagreb, eine Insel im Dalmatischen Meer. Also auch ein Hin und Her, ja, also auf dem Globus. Ja, und dann lasst uns mal beginnen. Angefangen hat diese ganze Geschichte im Dezember, als Melinda zusammen mit anderen Kulturschaffenden, aber sie initiierte einen offenen Brief an Bundesrat Berse unter dem Titel gegen die Gleichgültigkeit. Und zu meinem Erstaunen haben sich gleich über 1000 Kulturschaffende sofort unterschrieben und ihn aufgefordert, er soll jetzt restriktive Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor Covid ergreifen. Also im Moment funktioniert, glaube ich, die Maßnahmen. Vielleicht hat ja das was bewirkt. Da kommen wir noch später dazu. Darf ich, bevor ich zu dir komme, noch eben noch fragen, wusstest du von dieser Aktion? Hast du unterschrieben? Immer noch, und ich fand es da besonders wichtig und habe auch gerne unterschrieben und war sehr geehrt, unter den Ersten sein zu dürfen, die das unterschreiben. Mhm. Ja, und das zeigt ja eigentlich schon mal was auf, was wir vielleicht später noch diskutieren wollen mit diesem ganzen Networking. Du bist eine Meisterin darin, im Gegensatz zu anderen Künstlern. Mhm. Aber das machst du gut. Also darf ich dich fragen, wie du das da gemacht hast eigentlich? Wie hat das, also zuerst mal, was war der Impetus? Warum hast du dich dazu bemüht? Das Zweite ist natürlich auch, wie hast du es gemacht? Mhm. Und wie konntest du dann das eigentlich weiterziehen? Weil du hast
du bist ja Mutter und hast noch einen Sohn zum Erziehen, Abendessen zu machen. Mhm. Und, aber das können wir auch später reden, wie die Kunst und das Leben zusammenkommen. Ja, also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich gemerkt habe, jetzt möchte ich etwas sagen. Also nach monatelangem Schweigen, nach monatelangem, wie soll ich sagen, irritiert sein und wahrnehmen, wie jetzt über diese ganze Krise gesprochen wird, wahrnehmen, wie das Pflegepersonal eigentlich überfordert ist, wahrnehmen, wie sich die Sprache entwickelt in der Politik. Und es war dann eigentlich so eine Entscheidung über Nacht, dass ich gemerkt habe, jetzt möchte ich nicht mehr schweigen. Also eigentlich finde ich, die Sprache entsteht sehr oft aus einer Stille heraus. Und diese Stille hielt wirklich monatelang an, wie gesagt. Und Anfang Dezember war es mir einfach klar, jetzt muss ich was tun. Es war eigentlich nicht so klar, was ich tun möchte, weil zuerst hatte ich die Idee, ich möchte kochen. Und zwar für das Pflegepersonal. Und ich habe dann angefangen zu organisieren, weil ich komme ja aus dem Gastgewerbe. Ich dachte, was könnte ich tun? Und das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ich habe versucht, eben ein Catering für die habe ich, also mit ihnen habe ich sehr viele Jahre zusammengearbeitet, ein wunderbares Team. Und habe ich schon angefragt, du wärst ihr dabei? Und die wären auch dabei gewesen. Also und dann für die... Für 1000 Leute vom Spital, also das mit Zürich, verschiedene Krankenhäuser hätten wir mit Essen beliefert. Aber es war dann einfach schwierig. Ich habe dann Telefonate geführt und das war einfach ganz klar, das geht nicht, weil halt diese ganzen hygienischen Maßnahmen getroffen werden müssen. Das ist ja klar. Und da habe ich gemerkt, das wird sehr schwierig. Dann habe ich die Idee eigentlich schon umgedacht, also dass wir so quasi Esspäckchen machen, weil ich dachte, ja, was hilft, wenn du 12 Stunden gearbeitet hast und dann musst du noch kochen. Also, und das ist was Schönes. Also wenn man feines Essen hat, das erleichtert einfach die Situation. Und wie gesagt, das war einfach schwierig. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, also okay, ich kann kochen. Und das andere, was ich auch kann, ist, oder das, ja, was mein Leben wirklich ausfüllt, ist das Schreiben. Und dann habe ich angefangen, diesen Brief zu formulieren. Und habe einfach gemerkt, ja, also es reicht einfach. Also jetzt muss ich irgendwie in die Öffentlichkeit treten. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Ich habe Menschen angefragt, die mir sehr lieb sind. Und zum Glück habe ich dann auch eine Hilfe gehabt, um diesen Online-Auftritt organisieren zu können, weil darin bin ich ja wirklich, also da verstehe ich überhaupt nichts davon. Und so hat sich dann das... Also wie hast du das, also wie muss man sich das vorstellen? Du hast gesagt, hallo, kann mir jemand jetzt helfen? Mit? Ja, es war jemand, der hat mich in dem Moment gerade direkt angerufen und dann habe ich gefragt, kennst du jemanden, der mir helfen könnte? Und das war dann halt gerade, also der richtige Moment, oder? Und das, dann habe ich Ivna angefragt, Leute, die ich kenne, willst du unterschreiben? Und ja, alle, die ich angefragt habe, haben das unterstützt. Also nein, nicht alle. Jemand hat abgesagt. Das hat mich auch irgendwo getroffen, muss ich sagen. Aber ich habe es auch verstanden. Ich habe es natürlich verstanden, weil es ist keine literarische Sprache in so einem Aufruf. Es ist etwas anderes. Darüber können wir auch reden. Ah, das ist interessant. Mhm. Also ein Kulturschaffender, ein Künstler, der gesagt hat, nee, da mache ich nicht mit. Ja, da mache ich nicht mit. Aber das war nicht so, dass er nur gesagt hat, da mache ich nicht mit, sondern er hat wirklich argumentiert und sehr klug argumentiert und ich habe das auch also wirklich inhaltlich verstanden. Inhaltlich oder jetzt über die Sprache? Ja, es geht wirklich um die Sprache, dass eben so dieses manifestartig oder dieses Fordern mit Sprache, dass ihm das einfach nicht zugesagt hat. Er meinte, man müsste das viel umfassender machen und das stimmt ja auch. Also ich hätte eigentlich viel mehr noch sagen wollen, aber das geht nicht. Also in so einem Format, da erwarten die Leute vielleicht maximal eine Seite und
ich habe halt entschlossen, das zu tun und dann muss man das halt auch akzeptieren. Dann könnten wir vielleicht deine Kollegin fragen, hast du dich an der Sprache gestrüppelt? Ja, oder ich fand es so. Ich habe gedacht, wegen der Sprache unterschreibe ich jetzt. Nein, ich habe mich nicht gestört, aber ich war froh, du hast das zum Beispiel ziemlich genauso, wie du es gerade formuliert hast, Melinda, auch in der E-Mail tatsächlich, in der du mich angefragt hast, ich meine, du hast es auch unterschrieben, vielleicht hattest du eine ähnliche E-Mail, hast du das so formuliert und das mochte ich, das fand ich schön, weil es ist wahr, ich meine, jedes Manifest auf dieser Welt ist zu kurz gefasst, das wissen wir. Und als Literaten und als Sprachmenschen, natürlich ist es eine andere Sprache, es ist auf eine Art und Weise zu kurz, es ist auch auf eine Art und Weise vielleicht zu laut. Aber es hat es auch, also was heißt denn zu laut? Genau, das ist die andere Frage. Was mich aber tatsächlich gekriegt hat als sofort, war der Titel gegen die Gleichgültigkeit. Und das ist zwar ein Manifesttitel, aber das ist eine Sprache, die hätte ich sofort so oder so unterschrieben, weil das ist, zum Beispiel das Wort Gleichgültigkeit ist ein Wort, das fehlt gerade. Ja. Das habe ich in dieser Sprache, die gerade anfängt laut zu sein und zu herrschen und uns zu beherrschen, vielleicht auch teilweise, habe ich dieses Wort schon lange nicht mehr gehört. Und dass das der Titel war, das hat für mich schon, da bin ich dann schon Sprachmensch genug, dass ich so dachte, das andere kann gern manifestig sein, aber das war der eigentliche Titel, das war für mich der Inhalt, um den es geht. Und da war für mich auch schon viel mehr in diesem Titel drin, als man vielleicht auf eine Seite zu sagen schafft im Endeffekt, aber dass das steht gegen die Gleichgültigkeit, das hat für mich schon die Türen aufgemacht und das fand ich wichtig. Das ist super, dass du das sagst, weil ich meine, im Grunde genommen war das wirklich der Impuls. Also es war wirklich ein moralischer Impuls. Also zu sagen, wer spricht im Grunde genommen jetzt noch über die Moral? Und das fand ich so schockierend, dass ja, vielleicht kam mal so eine Ethikerin zu Wort im Tagesanzeiger oder sonst wo. Aber grundsätzlich wurde nie über die Moral gesprochen, nie. Und das fand ich wirklich diesen Moment einfach, also diesen Überdruss des über die Wirtschaft sprechen, über, ja, wie müssen wir uns einschränken, über das Skifahren zu sprechen, über, so vieles. Aber nicht, was das ethisch mit uns macht im Moment, was das bedeutet. Ja. Und dieser Titel, also ich bin wirklich froh, dass du das so jetzt formulierst, weil das war wirklich für mich der Kern der ganzen Geschichte. Und das ist ja eben eigentlich, das meine ich auch mit Wissen, das ist mehr als ein Manifest, weil das ist ja eigentlich schon ein literarischer und philosophischer Ansatz. Und all das, was ein bisschen nach zu viel klingt, wird jetzt gerade auch häufig eben, geht es um Zahlen und um andere Dinge und nicht vielleicht um die Frage, ich fände auch ein Manifest, das einfach über das Wort Gleichgültigkeit nachdenkt, noch weiter. Ja. Wunderbar. Ja, also jetzt darf ich es ja auch sagen, also das war für mich schon ein Impetus, dieser Tag gegen die Gleichgültigkeit, das hat mich berührt. Ja. Aber darf ich nochmal zurückkommen? Du hast du hattest einen Widerspruch in deiner Erklärung. Auf der einen Seite sagtest du, ja, die Sprache hätte dir nicht mehr gefallen, und gleichzeitig hast du gesagt, ja, aber es sei auch so still gewesen. Und jetzt hast du aber vorhin nochmals eigentlich gesagt, dass man über Dinge spricht, die eigentlich nicht von Bedeutung sind. Oder habe ich dich falsch verstanden? Also ich war lange Zeit still. Ja. Weil ich wirklich Zeit brauche, um Dinge halbwegs zu verstehen oder mal zu hören, was da überhaupt gesagt wird in diesem sogenannten öffentlichen Raum, in diesem politischen Raum, in diesem gesellschaftlichen Raum, der ja auch heute sehr, würde ich sagen, fragil ist und ich würde jetzt auch sogar sagen, bedroht ist. Und dann habe ich, das meine ich mit Zuhören, also ich habe diese Begriffe gehört, mit denen die Politiker und Politikerinnen reden. Ich habe zugeschaut, wie diese Gesichter sind. Also das hat mich, glaube ich, auch total schockiert. Also dieses Zugeschnittene, dieses Fertige, dieses Gefasste, also nie jemand, der mal die Fassung verliert oder anfängt zu weinen oder sagt, jetzt reicht's oder es tut mir so leid, was im Moment passiert. Dieses unendlich Gefasste dieses Landes, das hat mich so irritiert und das hat mich schockiert. Und das meine ich, wenn das in so einer Stille passiert, irgendwann kommt der Punkt, wo diese Stille aufhören muss, wo du dich selber auch befreien musst davon, weißt du? So,
Weil, und auch diese Begriffe, dieser Schweizer Weg, dieser Mittelweg, der, die Güterabwägung, stabil auf hohem Niveau, das hat mich alles so, ja, es war einfach irgendwann, habe ich mir gewünscht, dass irgendjemand anfängt zu schreien, ja. Wirklich. Und das war vielleicht mein Schrei, oder? Also dieser Aufruf zu sagen, hey, also gegen diese Gleichgültigkeit, die für mich, also wirklich auch menschlich, unglaublich irritierend ist, was in diesem Land jetzt momentan passiert, wirklich. Darf ich noch fragen, hättest du erstens einmal gedacht, dass 17.000 Leute unterschreiben würden über 17.000? Nie, nie. Und hättest du gedacht, dass vielleicht doch ein Bundesrat Alain Berset doch diesen Brief liest? Er hat ihn gelesen offensichtlich, nee. Und er hat offensichtlich auch darauf reagiert, wie wir von hinten rum gehört haben. Hättest du es auch gemacht, wenn du da, wenn nichts passiert wäre? Weißt du, also wenn ich so quasi, ich meine, ich bin Schriftstellerin und es ist nicht mein Anliegen, solche Aktionen zu planen und das durchzudenken, sondern wie gesagt, es war ein sehr gefühlsbeladener Akt, das zu tun, aber dann natürlich schon darüber nachzudenken, wie mache ich das? Wie soll dieser Titel sein? Wer soll angesprochen werden? Auf jeden Fall. Also das habe ich natürlich überlegt. Aber alles andere, ob das jetzt 1.000 Leute sind oder ein paar hundert oder eben 10.000, also ich, das kann man sich ja gar nicht überlegen. Also eben, wenn ich eine Campaignerin wäre, dann vielleicht schon. Aber das bin ich ja nicht, oder? Und das finde ich auch gut so. Und ich will das auch nicht werden. Also ich will mich darin jetzt nicht professionalisieren. Also nein, wirklich. Also es ist mir sehr ernst. Ich meine, ich habe früher schon, ich habe immer wieder Artikel geschrieben. Ich finde es wichtig, sich zu Wort zu melden. Also wirklich die Stimme zu erheben, wenn ich es für notwendig befinde. Aber nicht so, dass ich dann denke, ja, jetzt bin ich, ja, jetzt hallo, oder? Nein, also das geht nicht. Und deswegen war das auch unglaublich schön, weil ich gemerkt habe, das passiert einfach. Mhm. Da kommen viele Rückmeldungen. Und was mich am allermeisten berührt hat, dass es natürlich von Leuten gekommen ist, eben vom Pflegepersonal, die gesagt haben, Kulturschaffende, die sich jetzt für uns interessieren, für unsere Situation. Also diese Dankbarkeit und auch wirklich so eine, ich meine, ich habe Leute kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Also das ist wunderbar. Oder eben auch Leute, die jetzt eben an Long-Covid leiden, mit denen Gespräche zu führen und zu sagen, hey, da muss was passieren. Mhm. Also das sind wirklich Dinge in Bewegung gekommen, die hätte ich mir so nicht ausmalen können. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe, obwohl es auch anstrengend ist, natürlich. Darüber können wir ja später noch reden, über wie, weil offensichtlich hast du doch einen Job gefasst, der länger dauert, als du gedacht hast. Aber können wir später vielleicht noch darüber reden. Mich würde es interessieren, Ivna, hast du auch schon solche Aktionen angerissen? Und wenn ja, welche? Wenn nein, gibt es einen Grund? Oder? Naja, angerissen, ich glaube in dem Maß auf jeden Fall nicht. Aber ich verstehe das, oder das ist, ich glaube, dass da gibt es schon eine Verbundenheit oder ein Verständnis dafür, dass das eben, ich hatte auch das Gefühl, als das von dir gekommen ist, dass, das wollte ich nur noch kurz ergänzen, sagen, so, dass das eben, da gab es jetzt nicht einen Plan, wie du sagst, da war keine Kampagne, die gesagt hat, am 11. Dezember lancieren wir irgendwie und das planen wir jetzt über 3 Monate, sondern ich glaube, was man da gespürt hat, ist dieses, das muss jetzt gesagt werden. Und das kenne ich als Text, das kenne ich als sozusagen als das Bedürfnis, etwas zu sagen und zu schreiben und zu benennen. Und manchmal ist das eben so in einem brennenden Moment. Manchmal gibt es auch Dinge, die brauchen 5 Jahre, bis sie so gesagt werden können. Da verstehe ich auch das, was du sagst, dieses lange Schweigen davor. Und damit kann ich mich schon, also da sehe ich eine Verbundenheit sozusagen, dass es einfach Dinge gibt, über die es in einem Moment, für die es
in einem Moment eine Sprache braucht oder eine eigene Sprache, ja. dass man nach vorne tritt, dass man etwas formuliert, dass man sich austauscht, dass man sich Echoräume sucht, gegenüber sucht, dass man sich verbündet zusammen. Ich kenne es über die Verbundenheit auch. Also ich finde, dass, also was ich kenne, ist, dass man, wie du hast ja dann auch Menschen gefragt und einerseits ist es eine Unterschrift auf einem Papier, aber was ich so kenne als Form des Ausdrucks, ist schon dann auch einfach zu sagen, wollen wir etwas zusammen, wollen wir etwas zusammen machen, weil es sich gerade irgendwie wichtig anfühlt. So, das kann ich schon, das als die Art von Bewegung kann ich das sehr gut verstehen. Das liegt ja auf der Hand, weil du arbeitest an einem Ort, auch im Theater, das lebt ja eigentlich. Klar, davon, das lebt davon, nur dass da manchmal auch vergessen geht, dass das vielleicht diese Kraft braucht, aber vielleicht kommt das ja jetzt wieder ein bisschen stärker, dass man... Ja, jetzt ist das Theater eigentlich schon viel, viel engagierter als noch vor 20 Jahren. Ja? Findest du? Ja, von außen gesehen schon. Oder ich sage jetzt mal, in Zürich ist es so, dass wir sehr engagierte Intendantinnen haben. Ja, auf jeden Fall. Die trotz diesen Schwierigkeiten extrem interessante Sachen machen und sich in die Gesellschaft einbringen wollen und das Theater auch. Also ich habe da gestaunt. Gut, in Berlin gibt es schon lange diese Idee, dass das Theater natürlich sich involvieren soll in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Reicht dir denn das, oder? Ich sage jetzt mal so, für dich, ich merke ja, du bist jemand, der sich wirklich mit der Gesellschaft auseinandersetzt, auch in deinem Buch, das ich übrigens noch nicht hochgehalten habe. Das halten wir jetzt auch noch in die Kamera. Ja, habe ich noch nicht hochgehalten. Sehr gut. Die Nachkommende, aber sie ist eben schon da, die Nachkommende. Genau. Dass du eigentlich von daher sagen kannst, ja, ich bin ja eigentlich schon an einem Ort, wo ich mich engagiere. Ja, aber ich glaube, dass das Theater zum Beispiel an, und ich finde es schön, wie du das beschreibst, ich gebe dir total recht, was auch gerade in Zürich passiert mit den Strukturen, mit den Theaterhäusern, 100%. Aber ich glaube ja nicht, dass das Theater zum Beispiel allein, es hat grundsätzlich die Struktur, ein politischer Ort zu sein, eben genau deswegen, man arbeitet zusammen und eigentlich arbeiten dauernd Leute zusammen, das ist sogar anders, als wenn Autoren sich verbünden, da arbeiten ja dauernd Leute zusammen, die eigentlich alle etwas anderes machen. Mhm. Ich weiß nicht, was der Schauspieler macht, der Schauspieler weiß eigentlich nicht, was die Kostümbildnerin macht, die Kostümbildnerin hat keine Ahnung, wie Ton geht meistens und daraus entsteht eine Synergie und das, finde ich, ist schon die diskursive Kraft vom Theater, dass sich da eigentlich Menschen treffen, die erstmal nicht das machen, was der oder die andere tut. Und daraus kann man extrem viel lernen, glaube ich, für Gesellschaft, für Umgang sozusagen. Ich komme nochmal auf dich zurück, polemisch. Reicht dir das sozusagen? Du bist ja schon an einem Ort, wo du dich schon so fühlst. Nein. Oder findest du, du kannst dich trotzdem noch einbringen in die Gesellschaft? Unbedingt. Ich glaube, es reicht doch nicht. Und ich glaube auch ein bisschen, ich weiß nicht, es ist so, es muss ja auch nicht immer das Gleiche sein, oder sozusagen. Also es ist auch... Nicht jedes Mal ein Brief an den Bundesrat. Genau, es muss nicht immer der Brief an den Bundesrat sein, aber... Und trotzdem mag ich das, wenn es sich, also mir reicht das jetzt nicht, dass ich einfach sage, das Theater ist an für sich ein öffentlicher Ort, das ist schon politisch. Ich glaube, man muss auch, aber was ich damit beschreiben wollte, ist, es braucht eine politische Art, miteinander zu arbeiten. Das ist manchmal fast wichtiger, als was man sagt. Also es ist ein bisschen auch diese Art, ich glaube schon daran, dass wie man sich verbündet, egal in welcher Sparte und egal in welcher Kunstform, dort liegt die eigentliche Basis dessen, was man auch aussagen kann zusammen. Und das ist mir wichtig. Also ich habe zum Beispiel in Wien ein unfassbar tolles Übersetzerkollektiv kennengelernt, Versatorium heißen die. Und ich meine, Übersetzerkollektive gibt es fast nicht, weil hat auch mit finanziellen Mitteln zu tun. Also die Strukturen unterlaufen es schon. Übersetzen ist sowieso Lyrik übersetzen, wer kann das zahlen? Ja. So, und die haben sich verbündet zu sowohl einem künstlerischen als auch tatsächlich einem aktivistischen Vorhaben miteinander so. Und da sitzen 30 Menschen mit 30 unterschiedlichen Sprachen an einem Tisch und übersetzen und kreieren daraus aber auch einen sozialen Raum und bringen Menschen rein, die nicht nur Lyriker sind, die unterschiedliche Sprachen sprechen, weil sie aus unterschiedlichen Orten kommen, weil sie zu unterschiedlichen Momenten an diesen Ort Wien gekommen sind, mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Und da entsteht ein Raum. Und wenn man den öffnet und einlädt, entsteht etwas, was ein Riesendialog und in meinen Augen politisch ist und eine Kraft hat, an die diese Menschen nicht nur glauben, sondern sie auch herstellen zum Beispiel. Und das war mal der Anfang, Lyrik zu übersetzen. Und daraus ist etwas entstanden. Und darum glaube ich, dass es darf, man muss das schon zusammen, also es reicht nicht nur,
zu sagen, ich mache Theater. Also man muss schon auch noch, glaube ich, eine Bewegung dazu suchen oder wollen, einen Inhalt, eine Form, eine Art, das zu verknüpfen und zu benutzen im Endeffekt. Mhm. Aber das ist noch interessant, weil eigentlich ist das Klischee der Schriftstellerinnen die einsame Kammer, oder? Das wäre autistisch. Und jetzt beide sprecht ihr davon, dass es sozusagen zusammen mit den anderen geschehen muss. Also ist es ein Muss? Es muss so geschehen, anders geht es nicht? Es muss nicht, nein. Aber ich meine, es ist eine Spannung. Also ich finde, natürlich braucht es diese einsame Arbeit, dieses Zurückgezogensein, eben diese Stille, also dieses über sehr lange Zeit auch nachdenken und etwas entstehen lassen, weil ja auch Sprache, genau das ist ja das Grundproblem. Also dass wir ja diese Sprache, die existiert, nicht akzeptieren können. Also ich würde jetzt sagen, wenn es wirklich um Literatur geht, dann kannst du nicht diese Begriffe, die in die Welt gesetzt werden, die gerade im politischen Raum da sind, die kannst du nicht akzeptieren. Mhm. Du kämpfst immer dagegen, was da behauptet wird. Und ich meine, das ist ja genau dieser große Komplex, dass du eigentlich dich in diesen Raum einmischt und sagst, du überlässt eigentlich diesen politischen Kräften nicht die Interpretation dessen, was Wirklichkeit ist, dass du auch eine Version hast quasi oder viel mehr Versionen hast und sagst, das ist jetzt eine ganz andere Perspektive. Und darum geht es, sich da einzumischen, ob das jetzt eben mit einem Buch ist oder dann als Mensch, als Bürgerin eines Landes zu sagen, jetzt muss ich eine politische Aktion starten, das ist politischer Aktivismus, das hat für mich eigentlich nicht unbedingt oder vielleicht sogar gar nicht mit Kunst zu tun, aber es ist notwendig. Weil eben sonst wird dieser politische Raum eigentlich ständig besetzt von diesen Menschen, die halt so professionell unterwegs sind und eben alles definieren und die Begriffe so besetzen und dadurch halt eben auch die Worte benutzen, um dann eben dem Taten folgen zu lassen. Und ich glaube einfach nicht, dass ich das akzeptieren möchte. Ja, also. Das sprichst du jetzt aber als engagierte Frau, die wirklich etwas bewegen will. Darf ich nochmal zurückkommen auf die Kunst? Also ist denn, weil du bestehst ja darauf, dass Worte Dinge bedeuten, die vielleicht nicht mal das aussagen, was du gerne darin sehen möchtest, oder du denkst, das ist falsch, was da gesagt wird, bedeutet dann das, dass deine Arbeit an deinem Roman eine politische Arbeit ist? Ich würde es auch erstmal trennen. Ich glaube, ich glaube, natürlich ist das Interesse an Sprache, könnte man schon sagen, grundsätzlich auch immer ein politisches, weil ich glaube so fest daran, dass Sprache Wirklichkeit auch herstellt auf eine bestimmte Art und Weise. Und ja auch, wie wir Dinge erzählen. Du beschäftigst dich ja in deinem Roman ja auch mit Geschichte und Vergangenheit. Und trotzdem ist es Literatur. Es ist ja nicht ein Essay, es ist nicht eine politische Rede, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, über Erzählung etwas zu schaffen. Daran zu glauben, dass die Erzählung und darin auch eine Perspektive und nämlich nicht eine allgemeine, sondern man weiß, das finde ich ist der Unterschied sozusagen. Wenn ich einen Roman schreibe, wenn ich einen Text schreibe, ich weiß, dass das kommt nur von mir. Ich kann nicht für alle sprechen. Ich möchte auch nicht für alle sprechen. Aber es ist ein Versuch, eine Perspektive und eine Sprache zu finden, die noch nicht verbraucht ist, die noch nicht sich wiederholt, die noch nicht festgemeißelt ist. Meine Suche in der Sprache ist, glaube ich, grundsätzlich immer eine, die versucht, die Sprache wieder zu öffnen oder die Sprachen auch zu öffnen. Das ist aber der literarische Versuch. Ob das politisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Zu öffnen wohin? Also in eine politische Haltung, in eine politische... Ja, erstmal in etwas... Gesellschaftlich, sage ich jetzt mal, anstatt politisch. Ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht so erstmal überhaupt in einen Satz, der vielleicht fremd klingt und der vielleicht noch nicht jeden Tag so
so gesagt wurde, wie er da steht. Das ist mein Anspruch an Literatur. Ob das dann etwas wirklich verändert, das muss man schauen. Aber es kann etwas bewegen. Darin glaube ich schon. Ich glaube, wenn man wieder feiner hinhört oder zuhört, kann das etwas verändern. Und da ist dann schon die Bewegung, wenn ich jetzt zurückgehe zu dem, im Endeffekt zu deinem Brief oder wo sich das verknüpft ist. Ich meine, mich hat das schon extrem berührt, dass der dritte Punkt in diesem Manifest oder in diesem Brief waren im Endeffekt die Toten, über die niemand spricht sozusagen. Mhm. Und da war für mich, wenn ich jetzt über Sprache nachdenke, da hatte ich das Gefühl, endlich gibt es einen Satz dafür. Egal, was wir erstmal damit tun. Ich lese nur Zahlen. Alles, was zählt gerade, sind Zahlen. Die Sprache, die wir für den Tod haben gerade, ist eine Zahl, sind Zahlen und mehr nicht. Da kam nein. Dieses Manifest Literatur rein? Nein, das kam nicht, aber Sprache. Sprache. Also Sprache für etwas, was gerade in der Öffentlichkeit nur als Zahl behandelt wird. Mhm. Und das kann plötzlich etwas machen. Oder da merkt man, wie groß auch eine Angst vor Sprache sein kann. Mhm. Wieso spricht denn niemand darüber? Mhm. Wieso sprechen wir nur in Zahlen? Mhm. Da ist doch auch ein Schweigen dahinter. Wenn etwas, alles, was zählt, ist die Zahl und nicht das Sprechen darüber. Und weißt du was? Mich nervt auch dieser Missbrauch der Zahlen, weil Zahlen sind ja viel mehr als nur dieses Anhäufen von eben Addition von Zahlen. Also ich meine, die Zahl ist so relevant für die Musik, oder? Ich meine, es ist eine Reduktion. Also manchmal hoffte ich mir, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, halt, Einspruch, weil missbraucht diese Zahlen nicht die ganze Zeit. Also weißt du, so quasi wie bei den Quellen, bei den historischen Quellen, wo ich auch denke, hey, es gibt ein Recht der Quellen zu sagen, missbraucht mich nicht, auch bei den Zahlen. Genauso sollte es da irgend so eine Kraft geben, aber das ist nur eine Klammerbemerkung. Das ist sicher, weil Zahlen sind ja auch etwas Magisches und etwas, wo, also genau. Es ist ja erstmal. Also bei jeder Zauberspruch, oder? Ich meine, es ist so, oder? Und dann kommen aber die ganze Zeit nur. Ja, absolut. Ich gebe dir recht. Das ist nochmal die andere Schlaufe. Und dahinter oder die andere sind Menschen, Kurve. Die über Menschen trauern und das hat eben in der politischen Wirklichkeit einfach keinen Platz. Also das hat mich wirklich umgehauen. Also, und, ja. Du hast ja gesagt, du hast in deinem Manifest eigentlich auch, als du das geschrieben hast, auch gedacht, also darüber nachgedacht, was die Worte bedeuten und so weiter. Und das war jetzt eigentlich noch schön, dass Ivna gesagt hat, ja, dieser Abschnitt über die Toten hat dich auch berührt und sagen wir motiviert, auch noch mehr dazu unterschreiben. Ist denn, also gehört das zur literarischen Arbeit? Also ich sage jetzt mal blöde, ja, ist dann, ich sage jetzt mal, früher nannte man solche Aufrufe Agitation und Propaganda, was ist meiner Meinung nach jetzt nicht wahr. Aber was sagst du jemandem, der sagt, ja, schreib doch du deine schönen Romane, das ist ja wunderbar, wie du da die Sprache benutzt. Aber war das so in etwa dieser Mensch, der nicht unterschreiben wollte? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Und eben, wie gesagt, ich respektiere ihn auch sehr. Und ich kannte Nein, mich. Lass uns genau. diesen Menschen vergessen. Aber ja, trotzdem, es ist wichtig. Es ist auch wichtig, eben Einspruch zu erheben gegen solche Aktionen. Also, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, die Literatur versucht immer wieder, das Verschüttete, das Verdrängte, das Verschwiegene zu thematisieren. Und das ist ein Moment vielleicht in diesem Aufruf, wo genau das passiert. Also man spricht nicht über die Toten, aber die Toten, es sind immer mehr Menschen, die über die Toten, über ihre Mitmenschen trauern, aber es findet irgendwie, es ist nicht da. Und das, glaube ich, ist schon der Moment, wo ich denke, es ist vielleicht eine komplexe Mischung von politisch aktiv werden und trotzdem eine Sprache suchen, die trotzdem einen literarischen Klang hat, oder? Also zu sagen, eben gegen die Gleichgültigkeit, weil das verbindet sich ja dann eben gegen die Gleichgültigkeit, so viele tote Menschen einfach so hinzunehmen. Und wenn ich da noch etwas sagen darf zur Sprache der Literatur. Ich meine, du hast Öffnung gesagt. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Also die Sprache der Literatur öffnet. Also du benutzt einfach nicht diese Begriffe, die dir so hingestellt werden, die dir so serviert werden. Und
das heißt ja auch, dass du neue Wörter suchst, dass du Wörter erfindest, die gar nicht da sind. Das heißt auch, dass du nach einer neuen Syntax suchst, dass du versuchst, mit Wortklängen zu arbeiten, also mit unüblichen Satzzeichen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas Wunderbares. Und ich meine, ich finde das beim Lesen, das ist für mich wirklich eine lebensspendende Kraft. Also das ist für mich gar nicht pathetisch formuliert, sondern das ist tatsächlich so, wenn ich einen Satz von dir lese und dann denke ich, oh, das erfüllt einfach mein ganzes Wesen in dem Moment. Und genau darum geht es ja, wenn wir an diese politische Sprache denken, die eigentlich von Nutzbarkeit oder von Benutzen und auch von Täuschung, also wir haben ja noch nicht von politischer Rhetorik gesprochen, also wo es wirklich darum geht, zu einem Ziel zu kommen, dann ist natürlich die literarische Sprache an einem vollkommen anderen Ende. Und oder? Da würde ich, wenn ich jetzt nochmal vom Leben, vielen Dank, so quasi zum Tod kommen würde, ich würde grundsätzlich sagen, das hat überhaupt nicht mit der Situation jetzt zu tun, dass ja in der Literatur, in der Kunst, im Film, überall im Theater mehr über Tod gesprochen wird als in unserer Gesellschaft gerade. Ja, absolut. Dass das die Räume sind, wo das stattfindet, da darf man, da kann man, da soll man, da möchten wir ja alle sehen, was das ist und kann, aber draußen im echten Leben lieber nicht. Und das spitzt sich zu und dann hast du gerade zielführend gesagt und den Teil mochte ich deswegen in deinem Text so sehr, weil dieser Abschnitt in deinem Brief über die Toten, der hat eigentlich auch kein Ziel. Der spricht darüber, aber ohne eine große, also weil, natürlich kann man sagen, es gibt die Absicht, wir brauchen weniger Tote, die brauchen wir immer, aber es gibt, die Toten sind schon, sondern es gibt den einfach diesen Raum, der sagt, guckt hin, aber ich habe jetzt keinen Plan, ich habe kein A nach B. Und das ist das, was das ist da, glaube ich, wo sich dann schon verbindet, dass man, das ist auch eine Öffnung in dem Sinn, glaube ich, dass man sagt, ich spreche es einfach an und ich lasse es auch da stehen, so verletzlich, wie es auch ist. Ich mache es nicht schöner, ich mache es nicht zu, ich mache auch nicht irgendeinen Zwei-Wochen-Plan dahinter, der euch da eine Sicherheit gibt. Es gibt keine Sicherheit, es ist der Tod. War es denn so gesehen eigentlich auch eine Absicht, sozusagen, die ethischen Fragen, die uns eigentlich umtreiben sollten, auch wieder als politische zu definieren? Ich meine, Ethik ist politisch. Also ich meine, also Ethik und Ästhetik. Also wenn ich diese beiden Aspekte trennen sollte, also ich meine, dann hat für mich Schreiben auch gar keinen Sinn. Okay. Also wirklich nicht. Also da bin ich, glaube ich, ich weiß nicht, ich würde nicht schreiben ohne diesen ethischen Aspekt. Und das war ja sozusagen deine Antwort gegenüber der klassischen bürgerlichen Idee, dass ein Künstler sich eigentlich mit dem, sich nur mit der Ästhetik auseinandersetzen sollte. Und ich habe das nie verstanden. Ich habe das nie verstanden. Naja, wenn du Ethik und Ästhetik so eng knüpfst, verstehe ich schon, dass du es nicht verstanden hast. Ja, natürlich verstehe ich es nicht. Und es ist natürlich auch eine Art, also ein Versuch, die Leute, die schreiben, die wirklich schreiben, mundtot zu machen. Ja? Also ich meine, es geht ja darum, dass wir als Schriftstellerinnen Normatives in Frage stellen. Ja. Das, was Norm sein soll, oder? Und wenn ich das nicht tun kann, dann will ich auch nicht schreiben. Ich meine, und natürlich, das klingt nach Revolution, es soll auch danach klingen. Und wenn Sprache, also wenn eine Revolution gelingen soll, dann gelingt sie immer über die Sprache. Ja. Also ich meine, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Toten zu sprechen kommen. Dieser eine Satz ist deswegen so grausam, weil dahinter eine ganze Geschichte steht. Mhm. Eine ganze Geschichte eines politischen Vertreters, der es wagt zu sagen, dass die über 80-Jährigen, ja die meisten, die sterben, über 80 sind. Und wenn du eine menschliche Regung in dir hast, dann denkst du an deine Eltern, an deine Großeltern, dann denkst du an deine liebenswürdige Nachbarin, dann denkst du an einen Professor, den du unendlich verehrt hast, dann denke ich an einen Adolf Muschk, den ich brauche, weil er etwas zu sagen hat und weil er sehr weise ist. Und alt. Alt, steinalt, genau, und
Ich meine, das ist ein obszöner Satz. Also ja. Das ist ein Medizinhistoriker hat von Eugenik gesprochen und ich finde das richtig. Es geht nicht. Und dass es dann keine Reaktion gibt, dass niemand sagt, dass dieser politische Vertreter zurücktreten muss, dass er sich entschuldigen muss zumindest, das ist nicht akzeptabel. Und das ist in diesem einen Satz miterzählt für mich. Ganz klar, weil ich dann diesen Satz schreiben muss, genau diesen Satz, dass niemand irgendetwas tut, wenn eben einer einfach behaupten kann, ja, das sind ja alles über 80-Jährige. Das ist wirklich. Mir fällt gerade ein Zitat ein von einem Autor, den ich gerade wahnsinnig gerne lese, Paul B. Preciado. Der hat ein Buch geschrieben mit ganz vielen Essays bei Suhrkamp erschienen, Apartment of Uranus, und sind ganz viel Nachdenken. Es geht sehr viel einerseits auch um Identität, hat eine Geschlechtsumwandlung gemacht und setzt sich sehr damit auseinander. Aber das ganze Nachdenken über Leben, über Identität, über eigentlich Fremdsein auf der Welt kann man auf alles übertragen. Es sind wunderschöne Texte über Verwandlung, über Wandel, über Veränderung, über tausend Dinge und ganz, ganz viele andere Dinge. Und in einem, und die sind meistens ganz kurz, 2-3 Seiten lang, aber so ein dickes Buch, wunderbar, sehr ehrlich. Und in einem Text geht es um Mut. Es geht darum, mutig zu sein. Mhm. Und wie er immer eingeladen wird zu irgendwelche Reden, um mutig zu sein. Und dann dreht das auch um und sagt irgendwann, mir reicht's, ich will nicht dauernd für euch alle mutig sein. Seid ihr doch mal mutig. Hört auf, mich doch einzuladen, mutig zu sein dauernd. Das ist, und dann endet er es und dann sagt er, und dann dreht das aber um, weil er wahnsinnig empathisch ist. Und nachdem er sich so kurz echauffiert hat und gesagt, jetzt lasst mich doch alle mal in Ruhe mit dem Mut, dreht das um und sagt, eigentlich wünsche ich euch allen, wie mir auch, er wünscht sich, und der Satz sagt, er wünscht sich, dass wir schwach sind. Er wünscht allen erstmal Schwäche. Und das, der Essay endet mit dem Satz, denn die Revolution beginnt mit der Zerbrechlichkeit. Und du hast gerade vorhin Revolution gesagt, aber wir haben auch über die Politiker und über diese Gefasstheit gesprochen. Ja. Und manchmal würde ich mir einfach gerade etwas mehr Zerbrechlichkeit wünschen und Schwäche, und nämlich nicht diese Aufteilung in das sind die Alten und die Schwachen, oder die, es sind ja nicht nur die Alten, es sind ja so viele Risikopatienten, es sind so viele Menschen, die ja schwach sind sozusagen, nicht nur die über 80-Jährigen, das darf man auch nicht vergessen, die gerade, und die Starken, und ich wünsche, würde auch uns, Leute, die gesund sind, die gesund sind jetzt und alles in Langzeitfolgen, genau, da meine ich, und ich würde uns aber allen etwas mehr Schwäche und Zerbrechlichkeit erstmal wünschen, also um dann wieder zu beginnen. Wirklich, so. Das ist das Stichwort, finde ich. Eben, also ich glaube auch, das, was ich gemeint habe, dass jemand mal heult, also an diesen unsäglichen Pressekonferenzen, einfach mal zusammenbricht und sagt, ey, oder den Saal verlässt und sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das würde ich alles verstehen. Aber diese Gesichter, die, also fast wie Marionetten, das ist unerträglich. Mhm. Und das hat mit diesem Mangel von Zerbrechlichkeit auch zulassen können. Und dass das wir auch alle stark sein müssen. Ja klar, und dass alle dauernd so stark sein müssen, und die sowieso gesund sind, müssen ganz, also es ist gerade eine komische, da geht es ja auch wieder um Sprache und um die Begriffe, weil dieses stark und schwach, das ist gerade in irgendwelchen Kategorien, aber die stimmen ja auch nicht 100%. Und was heißt das überhaupt, und warum muss man, und ist es nicht leichter, stark zu sein, wenn mal alle kurz zugegeben haben, dass die Krise eigentlich gerade einfach eine große Zerbrechlichkeit darstellt, aber die man nicht für sich persönlich irgendwo verstecken muss, sondern vielleicht geht es gerade darum, grundsätzlich. Darf ich auf den Titel unserer Veranstaltung zurückkommen? Die Verantwortung. Ja, eben. Ich merke schon, also ihr wollt euch vor der Verantwortung nicht drücken. Offensichtlich. Und was sagt ihr denjenigen, die sagen, wir haben viele Kollegen, die Kolleginnen auch, die sagen, mich interessiert das nicht, ich mag das nicht, ich möchte lieber mich nur mit meiner Sprache oder nur mit meinen Bildern oder nur mit meinen Tönen und was weiß ich beschäftigen. Ja, aber ich finde, dass jeder, also da gibt es ja auch keine, also es ist ja keine Pflicht. So, und das ist das, was ich auch meine. Also es ist ja auch. Aber du fühlst dich verpflichtet, oder verstehe ich das falsch? Ja, aber verpflichtet wozu? Zu so vielen im Leben. Ja, aber dich zu engagieren für etwas Besseres als das, was jetzt ist. Ich fühle mich einfach verpflichtet, nachzudenken und nicht aufhören nachzudenken. Egal, so, das ist, aber das bin ich
glaube ich. Das kann ich niemandem. Aber das erinnert mich an Kollegen, die auch mir gesagt haben, ja, weißt du, ich möchte mich nicht engagieren, weil ich muss eben nachdenken. Und dachte ich, ja gut, wie lange willst du nachdenken? Ich meine, wir waren ja jetzt in den letzten 2 Jahren mit diesen Bewegungen, vor allem von den Jugendlichen jetzt im Klimastreik, konfrontiert, die uns alle gesagt haben, ja, ihr habt genug nachgedacht, jetzt reicht's, ja. So gesehen, also geht es euch nie so, dass ihr eure Kolleginnen manchmal durchschütteln möchtet und sagen, wach mal auf? Doch, doch. Ich glaube, dass es vielleicht auch manchmal komisch anfühlt, oder? Also so dieses sich in Sicherheit wiegen wollen vielleicht auch, nicht sich zu weit vorwagen, weil wir sind ja alle, wenn man in der Öffentlichkeit ist, vielleicht bekommt man dann kein Geld mehr oder die finden dann das und das und so. Und das, glaube ich, ist ja auch ein Moment der Schwäche, weil wir ja auch nicht unsere Lobbys haben. Wir sind ja nicht, das merken wir ja jetzt auch sehr, oder? Also an uns denkt eigentlich niemand von diesem ganzen Parlament oder dann mal irgendwann so ganz weit hinten, oder? Und natürlich ist das auch die Stunde der Wahrheit, oder? Dass man denkt, okay, so ist es offenbar. Also Kunst ist vielleicht manchmal nice to have, aber wir können auch gut darauf verzichten. Also, da gibt es die Leute, die sagen, ja, wir vermissen euch wahnsinnig. Aber ich meine, ich spreche jetzt von den politischen Entscheidungsträgerinnen. Wobei die Menschen, ich hab in letzter Zeit noch nie so viele Sympathien gekriegt. Von der Politik? Nein. Eben, also ich spreche von der Politik. Von den Menschen, die sagen, ja, zum Glück gibt es eure Filme, eure Bücher, euer Wasser, eure Werke. Also, ja, aber das ist was anderes. Also es gibt diese Menschen und es gibt das Parlament und den Bundesrat und die ganzen Kantonsregierungen und so weiter. Also ich meine, ich fand das sehr demütigend, das zu merken, wie man gegenwärtig zu seinem Geld kommen sollte. Ja. Also das meine ich jetzt, oder? Und dass ich aber gleichzeitig froh bin, dass ich das jetzt merke und sage, trotzdem werde ich nicht aufhören, euch das Leben schwer zu machen. Ja? Also ich bin da, ich möchte mich einmischen, ich möchte mich als Bürgerin einmischen, aber auch als Künstlerin. Also beides. Also ja, wie seht ihr das eigentlich? Also ich meine, wir sind ja auch BürgerInnen dieses Landes und neben dem, dass wir als Künstler versuchen, uns einzubringen, wie ist denn das, sozusagen dieses Verhältnis zu sehen? Aber ich glaube, ich kann mit dem Begriff auch fast besser mit dem Wort Verpflichtung umgehen, wenn du das so gebracht hast. Oder da wollte ich auch nochmal so Verpflichtung zurückfragen. Weil ich weiß nicht, ob ich von einem Künstler, Künstlerin per se, die Frage ist auch, Verpflichtung ist auch ein großes Wort, von welcher Verpflichtung genau sprechen wir jetzt? Aber als Bürger und Bürgerin, absolut, klar. Also du siehst dich als Citoyen, die eigentlich Teil dieser Gesellschaft dieses Systems ist, absolut. System, diese politischen Verhältnisse. Ja. Und du hast den Anspruch, dich da auch einzubringen. Und das kann ich, glaube ich, auch von jedem und jeder viel einfacher verlangen, weil ich glaube, dass ich Kunst mache oder schreibe oder Kultur oder wie auch immer, das ist ein Teil von mir und der hat sich so entwickelt irgendwie. Aber das ist wie, wenn ich sage, wenn ich deinen Brief unterschreibe, ich unterschreibe ihn zuerst als Mensch oder von mir aus als Bürgerin. Und diese Bürgerin hat eine öffentliche Funktion, die steht dann da auch in einer Klammer. Das ist mir auch bewusst, wenn ich das tue. Aber ich unterschreibe es nicht als Autor, sondern ich unterschreibe es, glaube ich, als jemand anderer. Also erstmal als etwas, was noch tiefer drunter liegt, was auch immer da sein wird, sozusagen. Zurückzukommen auf meine andere Frage, eben auf diese Kolleginnen, die dann das nicht machen, wäre dann sozusagen die Schnittstelle von ihnen verlangen, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, aber zu sagen, okay, aber du bist, egal, mach nichts, in deinen Gedichten, mach nichts in deiner Malerei, mach nichts in deinem Film, in deiner Musik, aber bring dich bitte jetzt endlich mal ein als Bürger dieser Gesellschaft. Das würde ich eher fast so formulieren, wie du es gerade... Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube einfach nicht, dass man nicht
nicht politisch sein kann. Jede Arbeit ist politisch. Das ist dann der andere Gedanke. Arbeit ist auch die Menschen, die ich, also die mir immer sagen, du, also mit Politik habe ich einfach nichts. Dann sage ich so, ja, also dann ist es genau das. Also du beteiligst dich in der Abwesenheit. Ich meine, wir leben, das ist ja das Verrückte. Alle, wir alle sind jetzt in dieser Zeit. Und das verbindet uns, mhm, dass wir jetzt leben, jetzt gemeinsam leben. Und ob wir jetzt 20 oder 50 sind, wir teilen diesen öffentlichen Raum gemeinsam. Das ist manchmal doch irre. Ja. Also, dass es nicht das 17. Jahrhundert ist, dass es eben jetzt ist, oder? Ja. Und dass wir da auch sagen, dass wir uns einbringen. Ich finde das so wichtig. Ich weiß nicht. Also vielleicht auch, weil ich, ja, ich... Also ich sage es mal so, du hast nur Kopfschütteln, wenn dir jemand sagt, ich habe in meiner Arbeit als Künstler nichts zu tun mit der Politik. Aber das es stimmt einfach nicht. Also ich meine, Entschuldigung, vielleicht ist das total autoritär, was ich hier sage, aber... Nein, es ist. Ich meine, Politik ist die Frage Politik. Die Frage ist, was ist die Welt, oder? Das ist, oder es geht um eine Verbundenheit mit der Welt. Vielleicht ist Politik ein bisschen ein enges Wort, weil da finde ich, kann man, das ist auch so etwas Konkretes. Deswegen nennen wir dieses. Cosmopolitics. Ja, als Gedanke, als Philosophie drüber, ja, aber eigentlich geht es um eine, was du beschreibst, eher, ich würde es fast so greifen, eine Gegenwart, eine Verbundenheit mit einfach dem, was passiert. Genau. Wie auch immer wir das nennen wollen. Und die muss es ja irgendwo geben. Die kann man ja nicht, klar, natürlich, die kann man ja nicht negieren. Und das zeigt sich jetzt halt so extrem. Ich glaube, was ja auch so krass ist auf eine Art und Weise, ist ja, dass wir leben immer in der gleichen Gegenwart, wenn wir zusammen lebendig sind, so auf eine Art und Weise. Aber trotzdem sind diese Gegenwart bis vor einem Jahr waren die so vielschichtig und so, jeder hatte trotzdem so seine und viele seine. Und jetzt gibt es einfach eine laute gemeinsame, die sich aber so gemeinsam nicht immer anfühlt. Das ist, glaube ich, das, was gerade der Konflikt und das Dilemma sind, so, dass es diese Lautsche. Es gibt viele Gegenwarten, die gerade wie verschwinden. Das, finde ich, ist das andere Problem. Viele Themen, du hast gerade Klima gesagt, so große und kleine Themen, an denen wir gearbeitet haben, die wie plötzlich weg sind auf eine Art und Weise. Nicht 100%, aber so von der lauten Bildschirmfläche, wo man so denkt, und wo sind die Diskurse gerade alle hin? Wann holen wir die wieder rein? Die gibt es ja trotzdem noch, auch wenn es ein großes, lautes Thema gibt, was eh da ist. Und das shiftet was, das verschiebt gerade etwas, das verschiebt auch was im Dialog, das verschiebt auch was, wie man sich zu dieser Welt, wir müssen uns alle gerade neu positionieren und eben, und dieses, dass wir da tatsächlich gerade alle in so einer Veränderung miteinander leben und wie wir eben, dass wir uns hinsetzen, uns mal eine Stunde Zeit nehmen, darüber zu sprechen, das ist eigentlich gerade eine wahnsinnig schöne Entschleunigung, auch wenn wir gerade hier in einem sehr hohen Tempo sprechen. Aber das fehlt mir teilweise so. Diese Räume fehlen auch sozusagen. Ja, das meine ich vielleicht mit einem Nachdenken. Ich meine weniger so eine... Also ich finde, das, was wir hier gerade tun, ist ein Luxus, ist ein Privileg, dass wir uns eine Stunde hinsetzen dürfen, dass wir zusammen nachdenken über diese Gegenwart, über diese alles, was wir geredet haben. Und dass man sich den Raum auch mal öffnet. So. Und das mal macht. So, das würde ich mir viel mehr wünschen. Und das ist diese Räume neben denen, die gerade so vorpreschen und laut sind und so. Und ich habe das Gefühl, das war auch ein bisschen der Impuls, als du dann diesen Brief nach langem Schweigen geschrieben hast, war einfach sich irgendwo da rein zu, so kurz mal so, wie sagt man, so wie so mit so einem Haken reinzugehen, zu sagen, ich bin auch noch da. Und das verstehe ich, dass man das machen muss, so. Dass man einfach sich da irgendwie so irgendwo müssen wir uns ja auch bewegen und wieder anfangen zu bewegen. Ja, und es geht ja immer um diese Wirklichkeit oder um diesen ominösen Begriff der Wirklichkeit, oder? Also wie sich der definiert oder dass wir sagen, es ist ja auch immer eine Illusion. Also dass wir sagen, es gibt so etwas wie diese eine Wirklichkeit und dann kommen die Politiker und die gestalten so diese Wirklichkeit. Und es gibt so viele andere Menschen, die diese Wirklichkeit auch mitgestalten. Ja, und ein Film zu machen ist auch eine Wirklichkeit zu gestalten. Und ein Buch zu schreiben ist auch eine Wirklichkeit gestalten. Das ist einfach so. Und da können wir uns fragen, ist es politisch oder nicht? Aber es ist so, das ist ein Fakt. Das ist hochpolitisch, genau. Da bin ich mit euch einig. Dann darf ich wir sind uns zu einig. Schon bald wir sind schon bald, die Stunde ist schon bald durch und ein Ding beschäftigt mich natürlich schon. Ihr seid ja beide, also ich verstehe mich als Dritter im Bunde, ihr fühlt diese Verpflichtung und ich fühle diese Verpflichtung auch,
mich in meiner Arbeit, aber auch als Bürger einzubringen in diese Gesellschaft. Ich kann mich nicht davon trennen. Mhm. Aber wie machen wir dann das? Wann haben wir dann noch Zeit, um an unserer Kunst zu arbeiten? Wie macht ihr das? Aber ist das nicht immer die Frage? Also höre ich daraus, es ist nicht lösbar? Ja. Es ist nicht lösbar und es ist auch so, dass, wie gesagt, also jetzt seit 2 Monaten mache ich nichts anderes mehr. Eben. Oder, also ich meine, natürlich kochen und so weiter. Ich möchte deinen neuen Roman lesen. Ja, ja, das ist so, der kommt auch. Aber ich meine, es ist, und das war aber auch immer das Thema. Also ja, genau. Glaube ich auch. Ich muss noch Wäsche waschen, ich muss noch irgendwie, oh, jetzt ist schon wieder das Geld weg. Und ich meine, es ist ein Dauerkonflikt. Also es gibt diese ideale Situation gar nicht. Und auch dieses, was du jetzt eben mit der Klimabewegung angesprochen hast, also einmal dieses große auch Dankeschön oder Wahrnehmen von ganz vielen jungen Menschen, dass die wirklich so eine Bewegung in diese ganze Geschichte reingebracht haben, wo ich dann gedacht habe, ja, da kann ich auch teilnehmen, dass mir da jemand das ermöglicht und dann auch eben Texte wieder möglich werden, die sich mit dieser ganzen Umweltthematik beschäftigen. Also ich glaube, das eine gibt ja manchmal das andere. Es ist manchmal gar nicht so planbar, dass man jetzt das tut oder jetzt das. Also für mich, und das ist manchmal auch ganz schwierig, dass es nicht so eine Langzeitperspektive manchmal gibt, also wo ich dann denke, oh, jetzt habe ich monatelang mal nur Zeit, um mich mit einem nächsten Roman auseinanderzusetzen. Aber es ist so, also seit ich irgendwie am Arbeiten bin, es ist relativ chaotisch. Ja. Ich sehe schon. Oder? Und du nickst. Ja. Ja, ich denke auch. Ich glaube, vielleicht, haben wir, sogar, ja, vielleicht haben wir sogar eher geübt in den letzten 10, 20 Jahren. Also es ist ja wie so, das macht man ja dauernd, wie du es beschreibst. Und es ist wie, wenn man mehrere Sprachen spricht. Man kann sie nie gleichzeitig sprechen, aber man trägt sie in sich. Sie sind immer da. Es gibt immer die Frage, welche jetzt, welche wann. Und so ist es auch mit all diesen, wir sprechen ja eher über so Rollen und Hüte gerade. Und man trägt ja alle in sich und der Tag hat halt 24 Stunden. Genau. Ja gut, dann hören wir vielleicht damit auf, dass wir eigentlich keine Vorschläge haben für alle anderen, die engagiert sind. Unsere Freunde, unsere Genossinnen, die alle dasselbe leben müssen, diese Zerrissenheit. Ja. Okay, dann kündige ich die nächste Veranstaltung an. Ist das okay für euch? Ja, sicher. Ja. Nächsten Montag, dem 7. Februar, führen wir diese Veranstaltung weiter, das Zwischendurch, das Kosmopolitik Zwischendurch, immer noch in Zusammenarbeit mit der WOZ, die mich übrigens beauftragt hat zu sagen, dass alle ihre Artikel jetzt während Covid gratis zu lesen sind in ihrem Archiv. Oh, cool. Das wollte ich noch sagen, weil wir sind ja Partner. aber zurückzukommen auf das nächste Mal, am 7. Februar, ist ein leidiges Jubiläum vor uns, nämlich 50 Jahre ist es her, dass die Schweizer Männer sich dann doch durchgerungen haben, den Schweizer Frauen das Stimmrecht zu geben, wenn man das so sagen darf. Und nächster Montag wäre aber der 8. Es wäre der 8., aber der Montag, ja, der 7. Okay. ist das Jubiläum und am 8. Ja. machen wir dann... Entschuldigung. Ja, aber das ist... Danke, sie ist wirklich... Ja, die Zahl. Korrekt und... Also, nice. Danke. Weil mein Sohn hat Geburtstag am 8. Okay, dann kommst du nicht. Ich sehe schon. Es kommt jemand anderes, nämlich Zita Küng. Feministin der ersten Stunde, Aktivistin aus den 70er Jahren, die damals dabei war. Und sie diskutiert mit Tamara Funiciello, eine der jungen Feministinnen von heute, die nächsten 50 Jahre. Und das wird hier passieren im Kosmopolitics zwischendurch. Und ich freue mich dann, sie zu sehen mit jemand anderem in der Moderation. Tschüss.